Ist Dampfen ohne Nikotin im Liquid weniger schädlich? In diesem Video befassen wir uns mit der Frage, ob das Dampfen von Liquids mit Nikotin bzw. ohne Nikotin weniger schädlich ist als mit Nikotin. Oft kommt die Frage auf, inwieweit das Dampfen überhaupt der Gesundheit schadet. Ein beliebter fraglicher Aspekt ist zudem, inwieweit das Dampfen von Nikotin gesundheitliche Folgen haben könnte oder sogar schädlich ist. Um die Schädlichkeit des Dampfens im Liquid zu beurteilen, musst du zuerst einmal über das Grundwissen bezüglich der gesundheitlichen Aspekte des Dampfens Bescheid wissen. Immer wieder müssen wir uns als Dampfer mit Aussagen wie "da kannst du ja gleich beim Rauchen bleiben" beschäftigen und argumentativ dagegen vorgehen. Die gesundheitliche Ansicht des Dampfens ist auf Dauer nur ziemlich nervig, aber aufgrund der öffentlichen Vertretung und schlechten Recherchemedien kommt es immer wieder zu so Falschinformationen, dass Dampfen sehr schädlich ist. Natürlich soll auch gesagt sein, dass Dampfen der Gesundheit schadet, aber mehrere Studien haben bereits bewiesen, dass eben Dampfen im Gegensatz zum Rauchen der herkömmlichen Tabakzigarette um bis zu 95% weniger schädlich ist als die E-Zigarette. Also bei einer E-Zigarette wird Liquid verdampft und nicht so wie bei der herkömmlichen Tabakzigarette etwas verbrannt. In den Liquids sind 4 bis 5 Grundstoffe drinnen. Das wäre einmal das Propylenglykol, das Glycerin, Aromastoffe, eventuell Wasser und wahlweise, wenn man es möchte, mit oder ohne Nikotin. Ob nun Dampfen ohne Nikotin weniger schädlich ist, hierfür können wir euch das Buch von Dr. Bernd Meyer empfehlen, denn hier gibt es in diesem Buch ein extra Kapitel, das befasst sich alleine nur mit Nikotin und welche Wirkung es auf den menschlichen Körper hat. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert, damit, wenn man sich mit der Frage befasst, ob das Nikotin beim Dampfen mehr schädlich ist, als wenn ich es ohne Nikotin dampfe. Hier verweisen wir bitte auf das Buch von Dr. Bernd Meyer, die E-Zigarette Fakten und Mythen. Das könnt ihr natürlich bei uns im Onlineshop unter e-zigarette24.com käuflich erwerben und dann könnt ihr euch die Frage schon selbst beantworten, ob das Dampfen ohne Nikotin im Liquid weniger schädlicher ist als mit. Gesagt sei, aufgrund der vielen Studien, die es bereits gibt, die auch bei uns öffentlich zugänglich sind im Blog, ist Dampfen von E-Zigaretten wesentlich weniger schädlich als das Rauchen von herkömmlichen Tabakzigaretten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.